Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um den Viterbi-Algorithmus, der das Dekodierungsproblem löst. Jetzt erstmal, was ist das Dekodierungsproblem und was ist der Viterbi-Algorithmus? Das ist natürlich nicht ganz so easy. Aber wenn ihr das letzte Video gesehen habt zum Evaluationsproblem und dem Forward-Backward-Algorithmus, dann wird euch das Ganze sehr, sehr leicht fallen, nehme ich an, denn die ähneln sich extrem. Okay. Was wir hier zunächst einmal haben, beim Forward-Backward-Algorithmus hatten wir haben ein HMM gegeben und wir haben eine Output-Sequenz O gegeben, die wir aufteilen in verschiedene Unterbereiche, also O1 bis hin zu OT. So, und was man dann gemacht hat, ist, man wollte die Wahrscheinlichkeit berechnen, hat sich deswegen immer hier diese Unterteiler hier berechnet, für den jeweiligen Zustand zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Das heißt, das hier war Zustand, wie wahrscheinlich ist es, dass Zustand 1 dieses Output O1 ausgibt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Zustand 2 das tut? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Zustand 3 das tut? Dann hatten wir gesagt, wir wollen das Ganze aufsummieren, denn wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit für unsere Ausgabesequenz haben. Und die summiert sich natürlich. Wenn ich hier 50% Wahrscheinlichkeit habe, dass es der Zustand ausspuckt, und 50% Wahrscheinlichkeit habe ich, dass der Zustand O1 ausspuckt, ja, dann habe ich ja im Prinzip auf jeden Fall ein O1 gegeben. Und deswegen macht die Summe hier durchaus Sinn. So, was wir immer noch drauf multiplizieren mussten, war hier die Übergangswahrscheinlichkeit, also, Entschuldigung, A11 von Zustand 1 auf Zustand 1, A12 von Zustand 1 auf Zustand 2 und A21 von Zustand 2 auf Zustand 1. So, dann haben wir eben alles aufsummiert hier mit den, also Z1 mal A11 plus Z2 mal A21 plus Z3 mal A31. Und dann eben drauf multipliziert, wie wahrscheinlich ist es, dass der Zustand hier mein Output 2 ausspuckt und so weiter und so fort, bis wir am Ende waren. Das haben wir für alle Zustände gemacht. Und was wir jetzt beim Viterbi-Algorithmus anderes haben wollen, ist folgendes. Wir wollen dieses Mal nicht die Wahrscheinlichkeit für unsere Ausgabesequenz, sondern wir wollen die Folge von den wahrscheinlichsten Zuständen. Das heißt, wir suchen im Prinzip die besten Zustände Q, keine Ahnung, warum man Zustand übrigens mit Q abkürzt, ich habe wirklich keine Ahnung. Wir wollen die wahrscheinlichsten Zustände Q1 bis Qt haben, die uns diese Ausgabesequenz vermutlich ausspucken. Das ist sehr sinnvoll, wenn man irgendwie zum Beispiel, ob es das Wort zum Beispiel überhaupt gibt. Genau, was man hier jetzt also macht, ist, man tauscht einfach diese Summe durch ein Maximum aus, denn wir wollen ja im Prinzip jedes Mal den besten Zustand haben. Das heißt, wir wollen einfach nur den maximalen Zustand hier weiter berechnen. Also sagen wir, okay, wenn wenn Z1 hier relativ hoch war, dann ist es auch wahrscheinlich, dass Z1 hier mein, oder S1 bzw. Q1, der erste Zustand eben, dass das hier der Zustand 1 war. Naja. Aber dann sind ja die anderen beiden relativ unwahrscheinlich. Dann brauche ich die eigentlich nicht weiter betrachten. Denn es ist ja dann auf jeden Fall laut meiner Aussage der Zustand 1 gewesen, der diesen Output ausgespuckt hat. Zumindest vermutlich ist es der Zustand 1 gewesen. Es gibt kleinere Fälle, aber die sind sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir nehmen an, Zustand 1 hat O1 ausgespuckt. So, dann müssen wir hier aber nur noch diesen Zustand 1 eben betrachten. Und multiplizieren jeweils hier dieses A11, A12, A13 auf. Und wenn es dann immer noch maximal ist, also wenn jetzt nicht irgendwie Zustand 2 mal A21 besser wäre, also wahrscheinlicher wäre, dass der Zustand es ausgegeben hat mit dieser Übergangswahrscheinlichkeit. Wir müssen immer im Prinzip angucken, was ist das Wahrscheinlichste für unseren nächsten Zustand, den wir hier berechnen. Und dann nehmen wir uns einfach den und multiplizieren die Emissionswahrscheinlichkeit da drauf. Und das propagieren wir sozusagen einfach durch, bis wir am Ende sind. Und dann haben wir den wahrscheinlichsten Zustand gegeben. Das bedeutet, wir kriegen am Ende jedes Mal ein neues Maximum hier raus. Also hier in der Spalte kriegen wir ein Maximum raus. Das ist dann unser Zustand 1. In der Spalte kriegen wir ein Maximum raus. Das ist unser Zustand 2. Und in der dritten Spalte und in der vierten und so weiter und so fort kriegen wir jeweils ein Maximum raus. Und das ist dann unser jeweiliger Zustand, der uns angibt, welcher Zustand am wahrscheinlichsten die jeweilige Ausgabe hier ausgespuckt hat. Sprich dieses Q1 bis Qt. Das sind diese maximalen Zustände. Und das ist der Viterbi-Algorithmus, der im Prinzip nichts weiter ist als ein Forward-Backward-Algorithmus, ein bisschen angepasst. Okay, super. So funktioniert er. Und ja, wenn ihr es letzte Mal schon gesehen habt, dann war das wahrscheinlich relativ langweilig für euch. Aber ansonsten, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und
Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann hören wir uns den Baum-Welch-Algorithmus an. Okay, das war's auch schon wieder und wir hören uns. Bis dann. Ciao.